Was kannst du überhaupt? Hä? Da! Chefkoch. Kam. So, ich würde mal. Nochmal bitte. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Freebier-Kanal. Leute, heute gibt es eine neue 24-Stunden-Challenge mit mir, Khan, und... Mit mir, und ich weiß aber noch nicht, um was es geht. Ja, ich hab dir ja gesagt, du solltest was mitbringen? 5 Euro. Ja, die gibst du mir jetzt mal. Und das war die Challenge. 5 Euro von Bianca bekommen, so einfach geht es, Leute. Nein, natürlich nicht. Es geht heute darum, ja, hier nochmal die 5 Euro. Mit diesen 5 Euro heute den Tag zu überleben. Und es geht mir darum, sich mit Proviant irgendwie einzudecken und sowas, ne, oder auch was anderes. Mhm. Und damit musst du heute den ganzen Tag überleben. Wir haben das schon mal mit 1 Euro, glaube ich, gemacht. Was? 1 Euro? Und wir haben es geschafft, glaube ich. Das heißt, mit 5 Euro sollte das eigentlich auch drin, ja, sein. Ja, aber wichtig ist, Frühstück, Mittagessen, Snacks und wenn es sogar geht, natürlich auch das Abendessen. Muss aber nicht. Aber diese 3 Sachen müssen auf jeden Fall sein, plus trinken. Okay, ich glaube, das kriege ich aber hin. Werden wir gucken. Was denkst du? Hast ich weiß schon Ahnung? Es nicht. Ich bin ganz ehrlich, damit sollte es mal locker schaffen. Also ich sag immer wieder, also wenn ich an mein Studium zurückdenke, da habe ich das auch geschafft. Ja. Also sollte man das heute ja, das auch stimmt. schaffen. Das stimmt. Wir gehen jetzt einkaufen. Natürlich können wir momentan die Kamera leider nicht mitnehmen. Sorry dafür, aber ihr wisst, wie die Situation ist. Und mit Kamera momentan irgendwo reinzugehen, ist sowieso ein bisschen schwierig. Ja. Deswegen sehen wir uns in ein paar Sekunden wieder und wir zeigen euch unseren Einkauf, okay? Geht klar. Bis gleich. So, wir waren einkaufen. Und es war gar nicht so einfach. Schwierig, ne? Ja, weil Mama die ganze Zeit im Kopf rechnen musste. Und Kopf rechnen, ne? Ich und Mathematik. Okay. Ich habe den Taschenrechner genommen. Nein, Quatsch. Aber wir waren gut. Ja, hättest du ja auch. Wir gucken uns erstmal deinen... 4 Euro, deine Quittung an. 4,80 Euro, genau. Also ich war sogar noch unter die 5 Euro. Ja, aber hast du all das bekommen, was wir auch vorausgesetzt haben? Das heißt, Frühstück, Mittagessen, ja, und ein Snack. Ja. Und was zu trinken am, ja, besten. Also ich habe mir eine große Wasserflasche geholt. Okay. Mein Frühstück ist Porridge mit Erdbeeren. Noch nie gegessen. Dann noch eine 5 Euro. Ja, Fertigessen heute. Studentenessen, ja, heute. Ja, so kann man es auch nennen. Ja. Kartoffelbrei mit Blattspinat. Okay. Dann das ist meine Gönnung heute. Mhm. Ich liebe es. Und zum Abendessen ein Brötchen. Ach, du hast sogar ein Abendessen bekommen. Ja, und ich habe sogar noch Kräuterquark. Wow. Sehr schön. Und das für 4,80 Euro. Das war mal richtig gut. Okay, dann, so, dann kommen du. Wir zu mir und ich habe ein kleines Problem. Schau dir mal meine Quittung an. Okay, 5,25 Euro. Ja, das Problem war, ich habe eigentlich im Kopf so die 5, also ich hatte die 5 Euro wirklich Punktlandung im Kopf so. Das Problem war, was ich nicht bedacht habe, sind die 25 Cent Pfand hierfür. Und das habe ich leider vergessen. Und wir haben ja gesagt, mit 5 Euro überleben. Und das ist leider nun mal nicht drin. Ich kann ja jetzt nicht nochmal abgeben und dann die 25 Cent im Kopf haben. Deswegen habe ich mir gedacht, der Apfel, schauen wir uns das nochmal an, der kostet 56 Cent der Apfel. Und mein Frühstück besteht ja aus 2 Sachen. Und zwar einmal eine Müllermilch hier, Hashtag keine Werbung, Bananengeschmack. Und der Apfel bleibt dann weg. Was? Ich mag keinen Bananengeschmack in Getränken. Zum Mittag habe ich mir hier Reis und... Mohnbrötchen. Mhm. Und das ist hier mein Snack. Ja. Vanillekokos. Und zu trinken heute für den ganzen Tag habe ich hier Wolwig. Finde ich ist okay. Und mit Abendessen? Ja, Abendessen war nicht Bestandteil. Ich habe gesagt, Frühstück, Mittag und Snack. Und wenn es geht, noch ein Abendessen. Ja, das stimmt. Du hast es natürlich gut gemacht, ne? Aber ich verzichte heute mal auf mein Abendessen. Dafür habe ich mir... dein Snack ist ja ein bisschen... Aber die sehen echt lecker aus. Ja, die sind auch lecker. Ich habe noch nie gegessen. Kriegst du aber nicht. So, und wir gehen jetzt erstmal zum Frühstück. Herzlich willkommen hier zur Frühstücksshow von Khan. Und ja, wir haben heute ein tolles Frühstück hier vorbereitet. Es geht eigentlich nicht besser. Also es ist wie das Frühstück bei Mama zu Hause. Eine Müllermilch. Ja, okay, jetzt mit Spiegelei und so, ne? Also Rührei habe ich leider nicht. Aber ich habe meine Müllermilch, Hashtag immer noch keine Werbung, aber ich mag Bananengeschmack und Vanillegeschmack wirklich sehr, sehr gerne. Und morgens geht das, finde ich, klar. Mittags und so mag ich das eigentlich nicht oder abends. Dementsprechend zum Frühstück. Ich muss schon sagen, Bananengeschmack hat es echt in sich. Also ich mag es wirklich sehr. Ich mag es wirklich sehr. Sehr, sehr gut. Okay. Ich muss jetzt noch ein paar Sachen vorbereiten. Ihr könnt ja jetzt kurz zu Bianca und ihr Frühstück mal, könnt ihr euch mal das Frühstück von Bianca reinziehen. So, fertig.
So, ihr Lieben, bei mir ist jetzt auch Frühstückszeit und ich habe ja mir das Porridge gekauft mit Erdbeer. Ich habe es auch schon aufgemacht. Also ich muss sagen, es riecht auf jeden Fall sehr gut. Und das muss man jetzt nur mit Wasser aufgießen. So. Und dann gibt es bei mir einfach nur stilles Wasser. Also ganz entspannt. Ich muss jetzt bloß mal gucken, wie das Ding hier funktioniert. Also ich muss sagen, es riecht auf jeden Fall sehr lecker. Das muss jetzt noch 2 Minuten ziehen und dann werde ich mir mein Frühstück gönnen. Ich glaube, das ist auch ganz gut. Also ich werde auf jeden Fall satt und es schmeckt bestimmt sehr lecker. Es riecht auf jeden Fall gut. Ich mag ja so Müsli und Porridge zum Frühstück. Ja, Wasser habe ich auch über den ganzen Tag. Also mein Tag beginnt eigentlich ganz gut. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann zum Mittagessen wieder. Hallöchen wieder. Ja, für mich ist ein bisschen Zeit vergangen. Wir haben jetzt gerade eine Freunde-WG-Folge aufgenommen. Es ist wieder zu wild bei Sam, was mit dem schon wieder los ist. Aber nun gut. Und ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Hunger auf einen kleinen Snack. Na, also Mittagessen muss doch nicht sein. Aber so ein Snack wäre jetzt gar nicht so schlecht. Na, hier, das hier. Die schmecken eigentlich ziemlich lecker. Vanille, Kokos. Ist ziemlich gut. Gefällt mir. Und ich meine, zu trinken habe ich ja auch noch was. Lecker. Also, geht auf jeden Fall klar mit diesen 5 Euro für diesen ganzen Tag. Jetzt drehen wir Familie Zufall und danach haben wir schon Mittag. Ne? Und dann gibt es schön Reis mit einem trockenen Brötchen. Aber das ist für mich kein Problem, das mache ich so eigentlich auch ganz gerne. Mal gucken, ob Bianca klarkommt. Also, bis gleich. Was war das? Warte. Warte, der schüchterne Blick. Ja, Leute, wir sind gut drauf, denn jetzt ist es Zeit für was? Guck mal, so. Ich glaube, so zu der Uhrzeit hat es noch nie gepasst. 12.46 Uhr ist es. Yeah. Normalerweise esse ich gar nicht so zeitig. Deswegen gibt es für mich jetzt Reis, Brötchen und das Wasser. Dabei bleibt es natürlich. Danke. So, kommt jetzt erstmal in die Mikrowelle. Komm mit, Bianca. So, Leute, wenn ihr erfahren wollt, wie man einen Tütenreis wirklich richtig zubereitet, dann habt ihr hier den perfekten Koch. Ja, also wenn es um Chefkoch-Angelegenheiten geht, ne? Also kommt gerne zu mir, ich kann auch gerne einen Kurs geben. Kommt in die Gruppe! Kennst du das? Komm in die Gruppe! Ja, und, ja nein, eigentlich okay. Nicht. Gut, okay. Löffel habe ich in der Hand. So, jetzt bist du da. Zeig mal dein Mittagessen, bei bitte. Bei mir gibt es nicht so viel. Bei mir gibt es... Boah. Ich hasse das, wenn du so nah mein Gesicht filmst, ey. Das mag keiner, glaub ich mir. Das mag keiner bei dir, Bianca. Das mach ich bei dir auch. bei mir gibt es Kartoffelbrei, Blattspinat. Was kannst du überhaupt? Hä? Was kannst du überhaupt? Ich kann 5-Minuten-Terrin zubereiten. Ich muss euch kurz was erzählen. Kennt ihr noch die Folge von Liz und Liz kann nicht kochen? Da kam Bianca und so, oh nein, ich möchte das nicht, weil dann denken die Leute, ich kann nicht kochen, ne? Und siehe da. Nicht kochen. Das Gute ist, hier muss man nicht viel kochen, weil hier kommt einfach nur Wasser rein. Ja, ist eigentlich mein Reis schon fertig? No. Du weißt aber schon, dass man eigentlich bisschen. Wasser hinzufügen muss, ne? Aber schön, dass man ein bisschen Wasser hinzufügen muss. Nee, wirklich. Weil sonst wird der Reis total hart und hier so komisch. Bianca, ich werde es doch gleich probieren. So, und da werden wir dann sehen, ob mir der Reis schmeckt oder nicht. Ne? Ja. Und ich gehe davon aus und warum packt Eva das Stativ in die Crocs rein? Ich werde dieses Stativ nie wieder anfassen. Ja, vor allem das Schöne ist, die Crocs stehen auch oben auf dem Tisch. Weil soll ich was sagen? Was? Warst du das? Nein, aber die hatte ich an. Oh, oh mein Reis ist fertig, komm mal mit. Ja. Da! Ja. Ist das heiß? Ist das heiß? Ja, kennt ihr das, wenn man, ja. Wenn man aus der Mikrowelle, man ist einfach nicht bereit. Aber der ist gut geworden. Chefkoch kam. So, ich würde mal... Nochmal bitte. So, ja, ich mach mal meine 5 ja, Minuten komm, gib die Kamera her. Wir wollen jetzt mal dein schönes 4-Gänge-Menü heute sehen. Ja. Hast du deinen Snack schon? Deinen Snack hast du auch schon gefunden. Hallo Eva. Ne? Wir sind kurz in der Küche. Ja, ey, du bist. Oh. Sei doch vorsichtig. Oh. Deinen Snack hast du auch schon gefuttert, ne? Oder? Hast du gehört gerade. So. Ja, Eva, ich habe gerade was ganz anderes entdeckt. Okay. Warum packt man ein Stativ in Crocs rein? Damit ich sie nicht vergesse. Ich fasse dieses Stativ nie wieder an.
Nie wieder. Hast du aber schon. Eigentlich ist das so eine Taktik. Das ja. heißt, wenn ihr etwas von mir haben wollt und ich es nicht zurückhaben sollte, dann einfach in etwas verstecken, was mir nicht gefällt. Zum Beispiel Crocs oder bei euch im Studio. Da ja. möchte ich ja auch nie rein. Ja, das ne? ist eine gute Idee. So, wir gehen jetzt zum Mittagessen. Wir gehen jetzt mal essen. Komm. Dein Brötchen hast du vergessen. Oh, ja. Hast du mir was mitgebracht? Nein, natürlich nicht. Wir hatten nur 5 Euro. Wir hatten nur 5 Euro. Mussten wir gucken, dass wir das überhaupt schaffen. Ja. So, also ich finde mein Kartoffelbrei mit Blattspinat sieht echt gut aus. Meins? Kennst du das von Nemo noch? Findet Nemo? Meins? Meins? Ja. Also ich probiere jetzt mal. Ich verstehe gar nicht, was du hast. Ja. Absolut nicht trocken. Also es schmeckt super. Sehr schön. Ist nur ein bisschen warm, stimmt, heiß. Mhm. Aber bei okay. dir war es ja schon fast das letzte heute, ne? Ja, also. Dann gar nichts mehr. Ja, ich habe ja noch meine Reiswaffeln. Stimmt. Die kannst du ja über den Tag verteilt auch essen. Da kannst du ja. So. Und jetzt guten Appetit und bis später. Wir sehen uns dann. So, jetzt wird es Zeit für meinen Snack. Das Mittagessen ist schon wieder ein Weilchen her. Und ich habe ja so richtig lecker Coco Fresh. Ich liebe die. Die sind so unnormal lecker. Und ich würde sagen, wir gucken mal bei Kahn, was der so macht. Hallo? Hey. Alles gut? Ja. Ganz kurz, bevor wir mit dem Video weitermachen, ne, darf ich kurz erwähnen, dass wir gerade die Challenge aufgenommen haben. Wer kann es besser? Kommt am Sonntag online. Kommt ja. am Sonntag online. Und ihr dürft euch freuen. Denn ich habe gute Laune. Warum wohl? Aber ich werde noch nicht zu viel verraten. Aber ich habe gute Laune. Deswegen esse ich jetzt auch was Süßes. Ihr wisst, ich esse sonst nicht so viel Süßes, aber heute brauche ich das. Mmh. Oh, lecker. Mhm. Mmh. So lecker. Mmh. Diese Staub trocknen, ne? Wenn das dann so. Ach gut, okay. Wo? Ja. Gut. Kahn ist durch. Ich habe jetzt dann noch Abendessen. Ich werde mir dann noch mein Brötchen machen. Ja, ein bisschen was müssen wir ja noch machen. Richtig, wir drehen jetzt noch so 2-3 Videos und. Ja, wir sind aber durch, ne? Ihr müsst für Do-It Yourself jetzt machen. Richtig. Dann mache ich mich auf die Suche nach Mama Danja. Ich komme später mal vorbei mit der Kamera, okay? So machen wir das. Sag mir aber Bescheid, wenn du was essen möchtest, ne? Weil die Leute möchten das sehen. Ja? Ja. Willst du das Coco-Fresh haben? Nein, möchte ich nicht. Dann nehme ich sie doch mit. Ja, komm. Wer ist da? Ich. Nochmal höflich klopfen, bitte. Was ist höflich? Höflich gibt's bei dir nicht. Nicht schlecht. Da bist du so neidisch. Es geht ein bisschen. Wir haben gerade noch ein Video aufgenommen und jetzt ja, komm, ich begleite dich mal. Komm. Mhm. Was war das jetzt nochmal? Mhm. Zwiebelkräuter oder irgendwie sowas? Mhm. Normales Kräuter. Frischkäse. Mhm. Okay. Weil hier Butter hat's nicht gereicht. Ja, also du kannst gleich weiter essen. Vielleicht beenden wir einfach hier kurz das Video hier im Do-It-Yourself-Studio. Diesmal, ich meine, wenn die Lichter hier schon aufgebaut sind, dann nutzen wir das auch aus. Für ja, wohl, ja ne? Was sagst du? Eigentlich nicht, aber gut. Was sagst du, 5 Euro? Also ich finde... Konntest du überleben? Ja, locker. Also ich muss sagen, normalerweise hätte ich jetzt mir einfach eine Portion Nudeln gekauft und einfach den ganzen Tag Nudeln gegessen. Ja, aber das ist ja hier etwas ein bisschen schwierig. Zu einfach. Richtig, aber so mit Frühstück. Das sollte ja möglichst normal sein, als hättest du einen normalen Tag. Und ich meine, jetzt den ganzen Tag Nudeln essen, kann man auch mal eine Challenge also machen. Also ich finde 5 Euro eigentlich jetzt nicht wenig. Es ging, ne? Ja, muss ich sagen. Wie findest du es? Also ich finde, es reicht absolut aus. Jetzt mal um ehrlich zu sein, Real Talk. Ne? Also es reicht absolut aus. Und ich meine, ich habe mir ja auch Snacks geholt. Also diesen Snack, ich meine, der musste ja noch nicht mal sein. Ja, ne? Ich meine, hätte ich mir dafür jetzt noch mal was anderes zum Abendbrot geholt oder zum Abendessen, dann wäre das ja vollkommen okay. Also 5 Euro pro Tag reichen locker aus. Ja. Locker. Also man ist auch wieder aufmerksamer, finde ich. Richtig. Viel mehr wieder. Ja. Oftmals geht man ja wirklich einkaufen und denkt sich so, ich habe auf das Bock, auf das Bock, auf das Bock. Ja. Aber so geht man mal wieder bewusst. Ja, man sollte nicht so verschwenderisch sein, definitiv. Ne? Also das soll jetzt nicht der Real Talk sein im Sinne von, hier, ne, ihr sollt auf euer Geld aufpassen und so. Es gibt ab und zu Phasen, wo ich dann auch für einen Tag 30 Euro brauche, weil ich einfach drauf Hunger habe. Ne, wenn ich mir einen Döner hole oder einen Burger. Bianca, ich habe damit kein Problem, weil das hübsch ist. Das ist alles hübsch, was du hier siehst. Ja, Leute, das war die 24 Stunden oder ein Tag mit 5 Euro Überleben Challenge. Unser Tag ist jetzt zumindest hier im Studio vorbei. Ne, und ich denke, wir können es auch noch durchziehen. Ich habe noch mein Wasser. Ne, das wird reichen. Und Leute, wenn es euch gefallen hat oder ihr andere Ideen für Challenges habt oder noch besser, schreibt gerne in die Kommentare, was würdet ihr für 5 Euro holen? Ne, schreibt gerne in die Kommentare, auch mit, mit Preisangabe, überhaupt kein Problem. Ja. Wisst ihr Bescheid und
Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Ja, ich habe noch meine letzten Snacks eben gegessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja. Oder, Bianca? Genau. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.